Ich könnte hier ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich weiß nicht, Rufus. Ich finde, Seagull hat einen Punkt. Ich fass es ja nicht. Doc arbeitet für Seagull. Dieser Verräter. Doc, komm zu dir. Es tut mir leid, Rufus. Seagull hat recht. Das hier ist unsere letzte Chance. Also die blockieren die Tür, wenn ich das richtig verstanden habe. Hier sind so komische Leute. Ansonsten haben wir hier noch Elysium und so einen komischen Plan. Der Seagull, Toni, dann noch zwei Typen, ein Rohr, Goalie. Seagull erwartet, dass ich irgendwas Dummes mache. Aber den Gefallen werde ich ihm nicht tun. Hier hat man doch noch was. Ja, den Stecker. Ein Stecker? Kann es sein, dass... Nein. Ne? Seagull erwartet, dass ich irgendwas Dummes mache. Aber den Gefallen werde ich ihm nicht tun. Das muss ich mal gerade checken, ob wir alles haben. Oh, so viel schon wieder als Hotspot. Wie viele Hotspots hier fehlen. Ist unglaublich. Naja, okay. Moment, dazu nehme ich mal den anderen Rufus. Ja, ist doch gut. Sie steht auf Seagulls Seite. Von der ist keine Hilfe zu erwarten. Nee. Wozu? Sie wird ja doch nicht auf mich hören. Sie hat mir noch nie was zugetraut. Seagull erwartet, dass ich irgendwas Dummes mache. Aber den Gefallen werde ich ihm nicht tun. Nur zu, verblüffe uns. Ich habe eine gute Idee. Ich sehe es schon, das wird nicht hinhauen. Aber... Verbrennt ihre Zöpfe! Sägt ihnen die Beine kurz! Nein! Nein, das kann nicht sein! Das ist Donner! Ich sehe, dass es Donner ist! Wo ist Goal? Das keine Ahnung! Und warum hatte Donner Goals Haarfarbe? Hermes! Hermes! Bravo! Das war noch lustiger, als ich gehofft hatte. Aber genug gelacht. Wir haben ein Paradies vom Himmel zu schießen. Doc? Nein, stopp! Es ist zu spät, Rufus. Ich hab dir deine Chance gegeben. Und du hast es wieder vermasselt. Na los, Doc. Richte die Kanone aus. Es tut mir leid, Rufus. Wir haben keine Wahl. Keiner von uns will sterben. Aber genug jetzt! Öffnet das Kanonentor! Gut. Ach so, das ist Tor. Ist die Munitionskammer geschlossen? Upsi. Das wäre ja fast schief gegangen, was? Stopp, stopp! Das könnt ihr doch nicht machen! Ist denn hier wirklich niemand auf meiner Seite? Was schaust du mich so an? Warum sollten sie? Du hast uns ja bereits beeindruckend bewiesen, dass es keine andere Chance mehr gibt. Natürlich gibt es die. Der dritte Rufus kann es immer noch schaffen. Da ist es also, das letzte Hochboot nach Elysium. Was für ein Anblick. Falsche Stimme. Schon wieder die vom Organon. Ich tu mal die Datasette hier. Hierfür brauche ich lediglich unter kleiner... Was? Warte mal. Hierfür unter kleiner Trommelwirbel wäre auch nicht schlecht. Moment. Na, das war ein schlechter Trommelwirbel. Naja, Code-Eingabe. Ach, das hat man das letzte Mal schon aufgemacht, das Tor. Nun mal langsam! Willst du wirklich ohne Goal verduften? Goal ist in Sicherheit. Du bist nicht auf dem Laufenden. Bringt das Mädchen rein! Was? Ach, dir um Goal. Goal! Du bist wieder die Alte. Aber wie kommst du hierher? Wo ist der andere Rufus? Ich verstehe kein Wort. Was meinst du denn damit? Ist doch egal, was schon wieder in deinem verschrobenen Hirn vor sich geht. Goal war niemals tot. Es gab tatsächlich einen Unfall mit einem defekten Verhörroboter. Aber natürlich konnten wir sie retten. Den Roboter warfen wir von Bord. Und diese andere Frau, diese Donna. Aber Hermes... Und da wir das nun glücklich geklärt haben, rückt die Aufstiegscodes raus.
Oder ich lasse deine Freundin tatsächlich vom Turm werfen. Das ist doch Unsinn. Ihre Leiche wurde mit mir vom Kreuzer geworfen. Du leidest offenbar unter Wahnvorstellungen. Werd's bald! Jetzt hört mir doch zu. Ich weiß, dass der dritte Rufus noch da draußen ist. Na und? Er kann alles wieder in Ordnung bringen. Das sagst du immer. Aber du hast noch nie etwas in Ordnung gebracht. Sieh es endlich ein. Er wird auch versagen. Genau wie du. Entschuldige dich bei uns. Und dann können wir endlich weitermachen. Wofür denn entschuldigen? Weißt du das wirklich nicht? Merkst du am Ende gar nicht, was du deinen Freunden antust? Immer und immer wieder? Ist das jetzt wirklich nötig? Ich denke, wir haben Wichtigeres zu tun. Nein, nein, er muss das lernen. Also Rufus, wir warten. Das ist alles nur ein Ergebnis deiner miesen Erziehung. Und wieder versuchst du die Schuld auf andere abzuwälzen, womit bewiesen wäre, dass man dir nichts, aber auch gar nichts beibringen kann. Du wirst immer derselbe Versager bleiben, der du schon als Kind warst. Ich bin kein Versager. Und ich bin sehr wohl in der Lage, dazu zu lernen. Dann beweise es. Na los, entschuldige dich. Wir warten. Gut gekontert. Du willst mich doch einfach nur demütigen. Versuch nicht, dich rauszuwinden. Es ist an der Zeit, Verantwortung für deine Taten zu übernehmen. Also los, wir warten. Ich werde mich garantiert nicht entschuldigen. Oh doch, das wirst du. Und wenn ich dir dafür die Ohren langziehen muss. Müssen sie ihm wirklich so zusetzen? Wir haben es doch alle gesehen. Er hat es vermasselt. Wozu müssen sie ihn denn jetzt noch so quälen? Ich will es von ihm hören. Na los, Rufus. Wir warten. Ich wollte doch nur helfen. Jetzt tu mal nicht so. Du wolltest nur dir selber helfen. Ich habe immerhin den Widerstand gegründet. Und ich bin sehr wohl in der Lage, dazu zu lernen. Von wegen. Du wolltest nur Gol beeindrucken, damit sie dich mit nach Elysium nimmt. Und nicht einmal jetzt, wo du sie auf dem Gewissen hast, bist du bereit, deine Niederlage einzugestehen. Muss Deponia wirklich erst in die Luft fliegen, bevor du einsiehst, dass du allen schadest? Nun machen sie aber mal halblang. Es ist doch nicht seine Schuld, dass der Organon Deponia sprengen will. Das vielleicht nicht. Aber offenbar ist es ihm wichtiger, seinen Kopf durchzusetzen, als die Planetensprengung zu verhindern. Das stimmt doch gar nicht. Dann beweise es. Na los, entschuldige dich. Wir warten. Dann warten wir eben. Der dritte Rufus kann es immer noch schaffen. Und wenn er es geschafft hat, werdet ihr euch bei mir entschuldigen. So. Du Verdammter! Siegel, was soll denn das? Das geht entschieden zu weit. Legen Sie die Waffe weg. Ja. Das könnte ihm so passen. Aber ich habe es endgültig satt, mir von dieser Pestbeule auf der Nase rumtanzen zu lassen. Ich will jetzt eine Entschuldigung hören. Laut und deutlich. Jetzt mal. So weit geht er also. Das will ich nicht sagen. Dann erschieß mich doch. Dann werden alle sehen, wer hier das Arschloch ist. Du stirbst lieber, als es zuzugeben, was? Aber das könnte dir so passen. Na los, entschuldige dich! Arschloch. Das will ich nicht sagen. Er hat sie doch nicht alle. Warum tut er nichts? Was sollen wir denn tun? Er hat eine Waffe. Komm schon, Rufus. Entschuldige dich doch einfach. Dann hat dieser Spuk endlich ein Ende. Das möchte ich ehrlich nicht sagen. Ist ja schon gut. Ich entschuldige mich. Was? Wieso das denn? Vertrau mir. Wir sollten uns entschuldigen. Hast du was im Auge? Ich verliere langsam die Geduld mit euch beiden. Wieso denn mit mir? Das ist alles seine Schuld. Er hat Goal auf dem Gewissen. Ja, ja, und nicht nur das.